Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue Bär. Wie versprochen, heute ist der Tag. Wir werden den Pellet Smoker das erste Mal für einen Longjob nutzen. Das heißt, er wird länger als 15 Stunden am Stück laufen. Ihr hattet bei dem Unboxing gefragt, kannst du das nicht mal testen? Wie ist der Pelletverbrauch? Wie verhält er sich? Und wie wird überhaupt das Ergebnis? Das werden wir in diesem Video machen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und was wäre nicht geeigneter für so einen Longjob als ein anständiges Pulled Pork? Wir hatten das schon lange nicht mehr, die Kinder haben sich's gewünscht, also wird's gemacht. Da habe ich hier einmal zwei anständige Nacken liegen mit jeweils knapp 3 Kilo. Die sind auch vorab schon gewürzt. Hier auf der einen Seite habe ich einmal von der Sauerländer Barbecue das Karibik-Gewürz genommen. Das ist so eine fruchtige Nummer, da ist Ananas mit drin, Mango, Chili, etliche andere Sachen. Dann auf der anderen Seite habe ich auch von der Sauerländer Barbecue lecker Nuss genommen. Die habe ich mir vor einer Weile bestellt. Da seht ihr auch, da ist Sesam drin, Fenchel mit drin. Ist also eine richtig runde Nummer. Den Kanal von den Jungs, den werde ich euch natürlich hier oben hin verlinken. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau dasselbe gilt für die Gewürze. Sollte einer Interesse dran haben, den Shop von den Jungs, den verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Aber es ist natürlich auch klar, wie immer, nehmt einfach die Gewürze, die ihr möchtet, die ihr habt und die euch schmecken. Ich werde das Fleisch jetzt nochmal so 2-3 Stunden beiseite stellen und wir sehen uns zu späterer Stunde am Pellet Smoker wieder. Mittlerweile haben wir es jetzt 22 Uhr. Ich habe das Fleisch schon draufgelegt. Soweit alles verkabelt. Wir machen schnell wieder zu, weil er räuchert. Dann zur Pelletbox. Die habe ich wieder rappelvoll gemacht. Das heißt, da sind genau wieder die 9 Kilo drin, die der Behälter fasst. Mehr, also nicht mehr, nicht weniger. Ich hatte vorher alles rausgemacht, habe das wieder abgewogen und reingemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, wie lange hält uns der Behälter, wie viele Stunden können wir damit grillen, ohne nachzufüllen. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, habe jetzt grob, was steht hier, 99 Grad im Grill. Der eine Nacken hat 12 Grad, der andere hat 13 Grad. Klar, wir hatten gerade den Deckel offen, deswegen haben wir so ein bisschen Temperatur verloren. Eingestellt habe ich ihn hier unten auf 107 Grad. Ich weiß nicht, ob man es sieht, weil die LED, die flackert immer doof in der Kamera, aber ist auch egal. Hier unten hängt das Thermometer. Ich werde ihn, wie gesagt, jetzt so laufen lassen. Werde zwischendurch mal gucken, was machen die Pellets. Aufmachen will ich ihn eigentlich nicht mehr. Und sollte irgendwas passieren, unvorhergesehen ist, dass der abbricht, beziehungsweise uns die Pellets ausgehen, dann sehen wir uns wieder. Ansonsten morgen früh, wenn es wieder hell ist, weil jetzt ist es zappenduster. Und dann sage ich jetzt mal gute Nacht, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es mittlerweile 8:30 Uhr. Das heißt, unser Smoker, der läuft seit gestern Abend 22 Uhr, sprich etwas mehr wie 10 Stunden haben wir jetzt, 10,5 Stunden. Jetzt können wir uns mal angucken, wie es aussieht. Also eine Garraumtemperatur haben wir immer noch von 105 Grad. Die hat er auch konstant gehalten. Heute Nacht war es mal nur 100 Grad oder so, weil es ganz schön frostig war. Dann haben wir jeweils 73 und 75 Grad in den Nacken. Also wir brauchen noch, ich denke mal, die Plateauphasen werden noch kommen. Aber wir können uns jetzt mal hier in den Pelletbehälter gucken, wie viel wir bis jetzt verbraucht haben. Dazu werden wir uns das ganze Teil mal öffnen. Und ihr seht, es ist schon ein bisschen was raus. Gerade hier, wo die Schnecke ist, da zieht er sich immer nach. Da muss man dann wahrscheinlich darauf achten, wenn man dann durchlaufen lässt, dass man so wie jetzt immer mal so nachschiebt hier, dass das immer schön voll ist. Weil ich könnte mir vorstellen, ob es so ist, weiß ich nicht, dass wenn wir das nicht machen, dass dann auf einmal hier die ganzen Pellets weg sind und er dann auf einmal keine mehr hat, wo man nachfördern muss. Aber das ist, denke ich mal, ein Luxusproblem. So, und dann sehen wir schon, voll war er bis hier. Und jetzt haben wir schon gut was an Pellets verbraucht. Also ich würde mal sagen, die Hälfte, ein bisschen weniger wie die Hälfte ist jetzt in den 10 Stunden raufgegangen. Aber wir lassen ihn weiterlaufen und gucken später rein, wenn wir fertig sind und was wir dann verbraucht haben. Aber jetzt gucken wir noch mal schnell uns das Fleisch an. So, dazu reißen wir auch hier mal kurz auf. Oh, und ihr seht, unser Fleisch, das sieht schon hervorragend aus. Hat eine richtig schöne Farbe gekriegt. Und ja, wie Wackelpudding fühlt sich es noch nicht an. Kann ja auch bei 75 Grad noch nicht sein. Ihr seht, das ganze Fett läuft hier schön runter. Ich habe extra Alufolie ausgelegt, damit ich mir das Blech nicht so voll saue.
Ihr habt gesehen, bis jetzt sieht das Ganze richtig gut aus, auch vom Verbrauch, generell auch das Fleisch. Aber das Endprodukt gucken wir uns, wie gesagt, komplett später an. Ich lasse den jetzt so lange durchlaufen, das ist früh am Morgen, bis wir unsere 94 Grad in den Fleischstücken haben und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich nochmal. Es sind jetzt gut 16 Stunden rum, wo der Smoker jetzt am Stück gelaufen hat. Das heißt, wir haben gestern Abend um 10 Uhr angefangen. Mittlerweile haben wir es jetzt 14 Uhr. Macht demnach knapp 16 Stunden, wo er läuft. Laut meinem Thermometer sind wir auf der Zielgeraden. Unser Pulled Pork hat jetzt beide Nacken komischerweise gleiche Temperatur. Habe ich noch nie gehabt. Sind circa 89 Grad oder sind 89 Grad. Das Ding lief bisher ohne Probleme, ohne Murren und Knurren. Einfach optimal durch. Das Einzige, wo er so ein bisschen zu knausern hatte, war halt, wie gesagt, heute Nacht, wo wir Minusgrade hatten. Da sieht man dann doch schon hier im Programm von dem Thermometer, dass er da so Abfälle hatte, wo er dann wieder nachheizen musste. Aber ich denke mal, das war einfach nur der Temperatur geschuldet. Jetzt werden wir aber nochmal hier in die Pelletbox gucken, wie viel wir bis jetzt verbraucht haben. Hier haben wir unsere Pelletbox. Ihr seht, mittlerweile sehen wir hier das Schutzgitter, damit wir mit unserer Hand nicht reinfassen können, bis unten an die Schnecke. Das haben wir erreicht. Vorher, wie gesagt, war er bis hierhin voll. Das heißt, es ist schon richtig gut was an Pellets durchgegangen. Und ich denke mal, für diese 16 Stunden ist der Verbrauch bis jetzt okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt noch brauchen, bis wir unsere 94 Grad erreicht haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt noch eine Stunde brauchen werden. Aber soweit bis hierhin. Ich werde jetzt soweit das Fleisch fertig machen, dass wir unsere Nacken fertig bekommen. Und dann sehen wir uns zu einem Abschlussfazit am Tisch, wenn wir unseren Nacken auch noch pullen werden. 17,5 Stunden später sind unsere Nacken endlich fertig. Das heißt, wir haben um 22 Uhr angefangen, jetzt haben wir 15.30 Uhr. Der eine ist schon auf 94 gesprungen, der andere hat nur 93, nehme ich aber trotzdem mit runter, weil ich werde die jetzt noch in Alufolie packen und dann nochmal so lang in eine Isobox legen, weil wir wollen erst in einer Stunde bzw. in einer 2 Stunden essen, weil sonst wäre es mir zu früh, aber wir gucken uns das Ganze mal an. So sehen die Nacken jetzt aus. Ihr seht, haben eine richtig geile Farbe. Und wenn ich hier so drücke, die sind auch wie Wackelpudding. Alle beide und sau heiß. Ich werde die jetzt entkabeln, in Alufolie packen. Dann werde ich sie, wie eben schon erwähnt, in eine Isobox packen. Nachher werden wir zusammen rupfen und zu einem Fazit kommen. Jetzt werden wir aber noch rüber in die Pelletbox gucken. Ihr seht, hier ist jetzt richtig was raus. Wir haben also nicht mehr viel drin. Das Schutzblech sieht man jetzt komplett. Ich denke mal, wenn ich es jetzt so nehme, ist vielleicht noch ein Kilo an Pellets drin, weil wenn wir jetzt rechnen, bis hier hoch war es voll. Jetzt ist er fast leer. Wir haben jetzt 17,5 Stunden damit geräuchert. Natürlich auf kleinster Stufe, das heißt so rund 107 Grad, was natürlich perfekt ist für so einen Longjob. Wenn ich jetzt hochrechne, würde ich sagen, vielleicht kann man damit noch eine Stunde, zwei smoken. Das heißt, wir haben dann mit diesen 9 Kilo kommen wir vielleicht auf 18, 19 Stunden bei einem etwas längeren Longjob, aber mehr dazu besprechen wir nachher. Da sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Die Schweinenacken haben jetzt noch mal rund zwei Stunden in Alufolie gepackt, in einer Thermobox gelegen und konnten da noch so ein bisschen warm gehalten werden, weil wir jetzt gleich erst essen wollen. Ist ja auch eigentlich kein Bestandteil von dem Video, das Pulled Pork. Das ist eigentlich mehr so nur so ein Nebendarsteller, weil in dem Video ging es ja eigentlich nur darum, wie verhält sich der Pellet Smoker, wenn er, sage ich mal, lange Zeit laufen muss, wie viel Pellets verbraucht er. Da gehen wir aber gleich nochmal genau ein. Jetzt machen wir erstmal unseren ersten Nacken hier. Dann machen wir das heute mal ganz unkonventionell. Wir machen mal Mittelschnitt, weil mich interessiert der Rauchring. Dazu schnippeln wir vorsichtig hier durch. Boah, das geht wie durch Butter. Vielleicht sieht man auch gar keinen gescheiten Rauchring, aber... Oh doch. Ich hoffe, man kann es hier sehen. Ist doch ganz schön tief eingedrungen. Habe ich mir so noch nicht angeguckt. Hat mich jetzt mal interessiert, wie es beim Pellet Smoker ist. Bei der Seite hier sieht man es auch. Also es ist doch schon eine Ecke, wo es reingegangen ist. Aber jetzt nehme ich die mal vorsichtig in die Konzis rein. Und dann werden wir sie pullen. So, dann wollen wir nochmal hier rumtatschen. Ihr seht, das ist wie Pudding. Richtig schön weich. Ich weiß auch nicht, ob man es sieht hier, dass hier noch der Saft richtig rauskommt, hier runterläuft. Aber egal, wir zupfen. Und ihr seht, ich hoffe, man kann es auch hören, das schmatzt richtig schön.
Junge, 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 jetzt kriege ich Hunger. Wow. Oh, wenn ihr hier so den Rauchring seht, ist einfach nur geil. Das zerfällt so, ey, mega, mega saftig. Mittlerweile 3 Tage später, nachdem wir unser Pulled Pork gemacht haben, ihr habt das Ergebnis gesehen, sah megamäßig aus, es war saftig, wie immer, geschmacklich auch tipptopp. Einzigste, was halt für mich ein bisschen mehr rauskam, war halt der Rauchgeschmack. Ich denke mal, aufgrund, weil er halt dieses konstante Räuchern macht, durch das er die Pellets halt immer nachschiebt, kommt das so zustande, aber geschmacklich, wie gesagt, war das 1A. Optisch habt ihr auch gesehen, ohne Probleme. Und warum das Ganze jetzt nochmal 3 Tage später? Weil wir einen Tag, nachdem wir unser Pulled Pork gemacht haben, haben wir nochmal Rippchen aufgelegt, weil ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie lange läuft er noch mit dem bisschen, was wir da an Pellets noch drin hatten, nach. Das hat nochmal knapp 2,5 Stunden gehalten. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt mit dieser 9-Kilo-Füllung 20 Stunden räuchern können, beziehungsweise smoken können auf diesen 107 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt einen Longjob machen, hält das 20 Stunden lang. Also für einen Pelletsmoker, denke ich mal, ist das ein optimales Ergebnis oder sogar ein sehr gutes Ergebnis. Weil wenn ich mir andere Hersteller angucke, so eine Bedienungsanleitung lese und die haben auch so eine 9-Kilo-Box, die geben auch nur 18 bis 20 Stunden an. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, das ist in Ordnung. Und auch vom Nachrutschen her, was ich im Video mal geäußert hatte, dass man da vielleicht nachschieben muss, auch das braucht man nicht machen, weil ich habe ihn extra so laufen lassen, um zu gucken, holt er sich alle raus oder passiert das, dass er dann keine mehr kriegt, aber die rutschen alle so perfekt nach, dass das kein Problem ist. Der läuft dann somit optimal durch. Und dann muss natürlich auch jedem klar sein, dass das auch witterungsabhängig ist, ob wir jetzt die 20 Stunden schaffen, weil ich denke mal, wenn es richtig eisekalt ist, braucht er ein paar Pellets mehr, dann kommen wir vielleicht nur 16, 18 Stunden. Und wenn es im Sommer dann mal so 20 Grad sind, dass er da wieder weniger braucht. Und natürlich ist es auch temperaturabhängig. Wenn ich jetzt mit den 107 Grad laufen lasse, komme ich diese 20 Stunden, so wie jetzt in dem Fall, ohne Probleme. Wenn ich natürlich höher stelle auf 200 Grad oder 170, 160, ist natürlich auch jedem klar, dann braucht er natürlich auch mehr Pellets, weil er muss mehr brennen, damit er die Hitze halten kann. Also, aber allein für diesen Longjob hier ist das, denke ich mal, optimal. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, der die Frage gestellt hat, wie lange hält er, wenn du die Pelletbox einmal mit 9 Kilo füllst. Das wissen wir jetzt. Das Ergebnis, habt ihr gesehen, war auch tipptopp. Er hat auch so keine Probleme gemacht. Ja, dann wären wir für heute durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das gerne hier oben jetzt irgendwo nachholen. Bitte auch die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein Video mehr von mir, sobald es online geht. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.